herzlich willkommen zur Küchenschlacht, meine Damen und Herren. Wir suchen immer noch den Hobbykoch des Jahres 2015. Der Weg zum Thron ist allerdings noch ein weiter. Letzte Woche konnte sich Ricarda Göbel den ersten Startplatz in der ersten kommenden Champions League am 31. August sichern. Einer dieser sechs Kandidaten wird sich in dieser Woche den zweiten Startplatz erkochen. Wie immer geht's montags ums Leibgericht und wie immer haben wir 35 Minuten Zeit. Lassen wir die Spiele beginnen. An die Töpfe, fertig, los geht's! Mit Sternekoch Nelson Müller an ihrer Seite starten diese sechs Kandidaten mit folgenden Gerichten in die neue Küchenschlachtwoche. Merle-Marie Forstmann, die 33-jährige Buchhändlerin aus Bechtolsheim in Rheinland-Pfalz, serviert Kichererbsen-Pfannkuchen mit orientalischem Tomatensugo, Blattspinat und Räuchertofu. Philipp Frost, der 28-jährige Unternehmer aus München, tischt Rahmspinat mit gebackenem Eiweiß, frittiertem Eigelb und bunten Kartoffeln auf. Margret Dünsing aus Aurich in Ostfriesland macht Frikadellen. Dazu reicht die 65-jährige pensionierte Lehrerin Kartoffelsalat, selbstgemachte Mayonnaise und einen Ananas-Bananen-Curry-Dip. Der 65-jährige Rentner Günther Kurz aus dem bayerischen Dachsbach richtet Wiener Schnitzel mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeer-Chutney an. Nadine Damblon, die 23-jährige Studentin aus Wien, brät Jakobsmuscheln. Dazu gibt es Blutwurst und Kartoffelrübenpüree. Und Patrick Gruf, der 33-jährige Kaffeemitarbeiter aus Hamburg, kocht Tagliatelle à la Bolognese und Gurkensalat. Für Kartoffelsalat existieren unzählige Rezepte. Grundsätzlich gibt es aber nur zwei Zubereitungsarten, mit und ohne Mayonnaise. Der Kartoffelsalat mit Mayonnaise kommt vor allem in Norddeutschland auf den Tisch. In Süddeutschland wird er mit Fleischbrühe, Essig und Öl angemacht und oft lauwarm serviert. Margret lebt in Ostfriesland und macht natürlich die norddeutsche Variante. Mayonnaise ist ja auch nicht so einfach, ist dir aber gelungen hier. Das kann man vielleicht mal zeigen. Perfekt, ja. Danke. Und was ist das jetzt hier? Das ist der Sud für den Kartoffelsalat. Also sprich Zwiebeln, Gurken, etwas Zucker, dann Salz und etwas Pfeffer. Und das ist jetzt das Wasser gewesen, was da drauf gekommen ist? Ja, das ist Wasser. Das ist schmeckt noch nicht. Was ist das für ein Rezept? Woher hast du das? Von meiner Großmutter. Mhm. Okay. Kichererbsenmehl ist ein beliebtes Produkt der indischen Küche. Dort dient es als Basis für pikant gewürzte, ungesäuerte Brotfladen. Merle backt Pfannkuchen damit. Diesen Teig hier, diesen Pfannkuchenteig, wie hast du den gemacht mit den Kichererbsen? Das ist Kichererbsenmehl und normales Mehl, etwa zu gleichen Teilen gemischt. Ein bisschen, das wird nicht schmecken, das ist rohes Kichererbsenmehl. Ja, ich wollte auch nur die Konsistenz checken. Ja, ich bin so der beim Pfannkuchenteig. Check ich immer natürlich so die Konsistenz. Die dürfen ein bisschen dicker werden als Kichererbsenpfannkuchen. Mhm. Etwas Backpulver mache ich dran, Weinsteinbackpulver, weil ich die halt gerne ein bisschen dicker und fluffiger haben möchte. Okay. Und Wasser, Salz. Das Räuchertofu ist aber relativ früh schon in der Pfanne, ne? Ja, das macht gar nichts, den kann man warm halten. Die sind ja völlig unproblematisch, diese veganen Sachen. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, deshalb sind so viele vegan. Genau. Das kann man braten, bis der Arzt kommt. Passiert nichts, bleibt immer noch saftig. Na? Günther hat 15 Jahre auf den Seychellen gelebt. Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, hat er seinerzeit behauptet, zaubern zu können. Die Einwanderungsbehörde war von diesem kulturellen Beitrag begeistert. Günther nicht. Er hatte nur 2,5 Tage, um sich in die hohe Kunst der Zauberei einweisen zu lassen. Offenbar hat diese Zeit gereicht. Sehen Sie selbst. Ja, also weißt du, wie ich meinen Mund geschmacksneutral mache? Nee. Das hat mir auch mal ein chinesischer Koch gezeigt. Er isst immer ein Stück Papier. Okay. Stopp! Hey. Was ist da los? Okay. Auf den Seychellen ist Günther übrigens jahrelang als Zauberer aufgetreten.
bei Regierungsveranstaltungen, in Krankenhäusern und Altenheimen. Weiter geht's ohne Zauberei mit der Bolognese von Patrick. Das sagt man nichts, aber da kann er bestimmt noch ein bisschen Salz rein. Ja, ja, auf jeden Fall. Und also Pfeffer. Das komplette Gewürzpaket ist noch nicht dabei. Genau. Und das ist jetzt der berühmte Gurkensalat, oder wie? Noch nicht. Es wird der berühmte Gurkensalat. Okay. Aber ich hab... Wo ist dein Nudelteig? Im Kühlschrank. Okay. Geht gleich los. Was ist da drin? Rezept verraten einmal. Mehl, ein Ei, Salz und ein bisschen Olivenöl. Cool. Ja, sieht sehr, sehr schön aus, der Teig. Ist schön elastisch, so soll er sein. Auf der einen Seite trocken, aber trotzdem noch so feucht, dass man ihn gleich wunderbar ausrollen kann. Ich bin ein bisschen begeistert. Finde ich schön. Danke. So. Nadine will Jakobsmuscheln mit Blutwurst und Kartoffelrübenpüree servieren. Und gebratener Speck gehört offenbar auch dazu. Ja, da bin ich nur unsicher. Ich glaube, der kommt weg. Ja, der soll nicht da drauf. Aber der sollte schön Rezept, kross und klein werden. Ja, aber der ist mir jetzt gar nicht gelungen. Der also sieht gut, nicht beim schön Frühstück, aus. Beim Frühstücksspeck macht man es ja einfach in der Pfanne. Ja, Pfanne aufstellen und dann einfach kross braten lassen. Schon, aber der sieht ja nicht kross aus. Ja, aber du könntest ja noch eine Pfanne aufstellen. Noch mehr, meinst du? Okay. Manchmal, Frauen muss man manchmal ganz genau nein, sagen, nein, was man nein, meint. Nein, das lasse ich nicht gelten. Okay. Das ist, der Stampf ist fertig so, oder was? Ja. Probier mal. Ich lass, mal, ich lass mal deine Schwester probieren. Ich bin mal gespannt, was die dazu sagt. Die hat eh immer Hunger. So. Die hat eh immer Hunger. Mein Witz. Ihr liebt euch, ne? Ja. Ja? Wie weit seid ihr auseinander? Weniger als ein Jahr. Echt? Wir sind mal 5 Tage gleich alt im Jahr. Ja. Wie geht das denn? Na. Ist auch egal. Probier doch einfach mal das Püree. Bisschen Salz noch, würde ich sagen. Noch mehr Salz, meinst du? Okay. Ja, habt ihr es jetzt? Bisschen so. Wird noch. Also, das ist lecker. Total lecker. Also schon, ne? Ja. Also ich würde sagen, okay. Auch ein bisschen, 2:1, bisschen mehr Salz dran, fertig. Ja? Bei Philipp gibt es frittiertes Eigelb und gebackenes Eiweiß, also quasi ein dekonstruiertes Spiegelei. Was kommt jetzt bei dir da? Ich gebe jetzt den weißen Eischaum in den Ring rein und brate den auf. Ist der weiß, ja? Oh ja, der ist weiß. Sieht man. Genau. Okay. Gut. Braune Butter hast du gemacht, das soll so. Ja, das ist ein bisschen zu dunkel jetzt geworden. Dann mach doch noch mal schnell was rein, oder? Oder wobei, ja. Ich hab ein bisschen Butter nachgegeben. Zeit. Ja, mach mal lieber. Ich hau's rein, ne? Ja. Besser ist es. Mhm. Das ist ja cool. Und dann hier so rein, genau. Das ist dann Eiweiß und Eigelb ist getrennt. Okay. Die Eigelb warten schon im Backofen. Die hast du... Die habe ich vorher frittiert. Mhm. Die schau ich mir mal an. Genau. Ist das denn noch flüssig innen drin, oder? Genau, innen drin sollte es eigentlich flüssig sein, wenn alles geklappt hat. Okay. Schön. Na, es ist schwer, oder? Das Schwer, das zu trennen, das trennt man, indem man das Ei aufschlägt und ich lasse dann durch die Hand laufen. Aber du weißt es, wie das geht, oder? Das meine ich doch nicht. Die gebackenen Eigelbe, meine ich, sind doch schwer bestimmt. Schwer zu machen, oder was? Ja, dass die noch flüssig sind innen ja, drin. Ja, also das ist schwer und dann hier, dass hier ist mir ein Ei auch eben verlaufen, dann als ich es reingegeben habe. Darum lieber zwei, ja, drei mehr okay. Machen. Genau. Und hier, wie ist das jetzt? Das reicht, wenn es dann von einer Seite so ein bisschen braun gebräunt ist? Oder? Ich muss es eigentlich schon einmal wenden, ja. Okay. Genau, da gucken wir jetzt auch mal drunter. Wird spannend bei dir, ne? Aber so. Ja, wer sagt's denn? Cool. Spinat. Kommt dann auch noch gleich runter. Genau. Ja. Und dann kann ich auch schon anrufen. So, 2 Minuten. Jawohl. So, in der Pfannkuchen ist nichts geworden, oder was? Den ersten tue ich immer. Den kriegen immer die Kinder zum Naschen, wenn ich am Kochen bin. Okay, ja, ich freue mich. Der ist so hell, der muss ja viel dunkler sein. Das habe ich immer geliebt, wenn meine Mutter Pfannkuchen gemacht hat. Da war der erste dann auch immer richtig. So hell. Das war der beste. Schön mit Zuckerrübensirup oder Speck, schön, ne? Ordentlich. Nein. Toll. Lecker. Ja? Wie wendest du den? Spektakulär, oder? Nee, ich kann es nicht. Willst du? Ja, soll ich? Ja! Okay. Darf ich noch was probieren? Ja, bitte. Der Spinat, ist der irgendwie besonders gemacht? Den habe ich mit einem Zwiebelschmelz gemacht. Das ist ein Schmalz, ein veganes Schmalz. Veganes Schmalz? Ja, das schmeckt toll. Das ist ja krass. Das ist halt mit Röstzwiebeln und Apfelstückchen und so. Cool. Das nehme ich auch für alle Kohlgerichte zum Beispiel. Cool. Also. Okay. Das war mein Teller. Nee. Hektik. Nicht raus. Komm, es sind genug Teller da. Wo hängt's noch? Pasta sind fertig. Yes. Toll. Klasse. Gurkensalat. Fertig. Komm, richt ruhig hier vorne an, dass wir das sehen können. Ja.
Jakobsmuscheln. Ja. Ja, sind dabei. Okay. 30 Sekunden noch. Günther. Alles klar. Gib dein Schnitzel vielleicht noch mal auf den Küchenkrepp drauf. So, Margret. Was ist damit? Ganz bisschen Wasser noch mal rein. Das ist zu fettig. Ja, passt noch. Ist okay. Ist okay. Also, auf geht's. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Auf geht's, nach vorne anrichten. Nach vorne geben. Einmal durchatmen. Nochmal ausschütteln, locker machen, denn jetzt kommt er direkt von seiner Burg im Helikopter angeflogen. Johann Laufer! In der Tat kommt er direkt von seiner Burg, der Stromburg in Rheinland-Pfalz. Aber mit dem Helikopter fliegt er meist nur über das Rheintal und nicht bis nach Hamburg zur Küchenschlacht. Noch nicht. Herzlich willkommen, Johann Laufer. Frikadellen mit Kartoffelsalat, selbstgemachter Mayonnaise und Ananas. Bananen-Curry-Dip. Aha. Ist es so gewollt, dass der Ring hier drauf bleibt, oder soll ich den wegtun? Alles ist Kunst. Also. Aha. So, Frikadellen ist ja nicht ganz einfach. Auf jeden Fall sind sie sehr schön gebraten, das muss man sagen. Also. Mhm. Ja, also. Sind durch. Auf jeden Fall. Außen würde ich sagen, ist das ein bisschen zu kross. Für mich fällt jetzt ein bisschen Salz an der Fleischmasse. Mhm. Kartoffelsalat ist gut. Mhm. Also auf jeden Fall erstmal ein großes Kompliment für den ersten Tag. Das ist schon mal sehr lecker. Jawohl. Tagliatelle alla Bolognese mit Gurkensalat. So, dann schauen wir mal hier. Das haben wir genug Aufnahmen, ja, alle im Kasten. Leute, ich bin glücklich, der muss weiterkommen oder die muss weiterkommen. Super, jawohl. Sehr gut, top. Jetzt, das ist mein Spezialgebiet. Oh. Weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll, oder? Also, Wiener Schnitzel, da kann ich jetzt einiges darüber erzählen. Erstmal muss schön saftig sein beim Backen. Panade muss kross sein. Wunderbar, saftig. Der Buttergeschmack, die großen Brösel, die Kartoffeln so schön angebraten. Breitel, mehr brauche ich dafür gar keine, das reicht mir vollkommen. Also ich muss sagen, auch hier, es gibt in Wien nicht immer so ein Schnitzel, wie das hier ist, muss ich sagen. Sehr gut. Jawohl. So, dann habe ich hier Kichererbsenpfannkuchen mit orientalischen Tomatensugo, Blattspinat und Räuchertofu. Also, ein vegetarisches Gericht nehme ich mal an. Sogar vegan. Vegan, wunderbar. Mhm. Sehr schön saftig, muss man sagen. Der ist leicht aufgegangen, der ist nicht so dünn. Tofu. Mhm. Ja. Hier finde ich etwas ganz entscheidend. Der Tofu hat einen sehr guten Geschmack. Der ist gewürzt, der ist geräuchert. Und gerade dieses orientalische Tomatenpesto hier, also dieses Tomatensugo. Zum ersten Mal im Leben entscheide ich mich, schweren Herzens, was ich jetzt lieber essen würde, Wiener Schnitzel oder hier vegane Küche. Das soll was heißen bei euch, das kann ich euch sagen. Klasse. Die Entscheidung wird immer schwieriger, weil es ist alles bis jetzt, wie gesagt, sehr gut. Jetzt schauen wir mal hier. Da gibt es hier Rahmspinat mit gebackenem Eiweiß, frittiertem Eigelb und bunten Kartoffeln. Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. So, also fangen wir an hier. Kartoffeln sind gut gegart, super. Und?
Schmeckt wie Eiweiß und Salz. Eigelb. Das ist auch irgendwie extra gebacken. Ja, sicher. Noch zart in der Mitte. So. Ich stelle mir gerade vor, mein Frühstück für morgen. Aber ich muss mal sagen, hier, bei aller Bescheidenheit, das ist jetzt nicht irgendwie spektakulär zunächst mal, weil es um Ei geht und Eiweiß, aber zumindest mal vom Abschmecken her, von Umsetzen her, bis auf zu viel Creme, finde ich das sehr gelungen. Auch eine neue Kombination, gebratene Jakobsmuschel mit Blutwurst und Kartoffelrübenpüree. Kartoffelrüben. Mhm. Mhm. Hätte können ein bisschen mehr gewürzt sein, also für mich könnte ein bisschen kräftiger sein. Dann die Blutwurst. Mhm. Oh. Mhm. Jakobsmuschel. Ja, gebraten. Also zunächst mal muss ich euch sagen, Leute, ich verneige mich vor der Qualität. Großartig. Also ich kann ja, also das habe ich schon weitergemacht, also auf jeden Fall Schnitzel-Kompliment weiter, gar keine Frage. Jawohl! Hier, ein Aufbruch für die vegane Küche, muss ich wirklich sagen, wenn das immer so ist, werde ich auch Veganer. Hier sehr gut umgesetzt, gut geschmeckt, gut, sieht gut aus. Weiter! Klasse! So. Jetzt haben wir hier so eine Dreierkombination. Man kann es, glaube ich, auch sehen. Da drüben, das ist in sich stimmig. Hier gibt es bei jedem Teller ein bisschen was zu mäkeln natürlich. Aber ich gebe diesen Teller, weil es gut schmeckt, eine Chance, dass man weiterkommt, weil da sind sehr gute Ansätze zu erkennen. Weiter. Gut. Frikadellen, Kartoffelsalat, Rübenpüree mit Kartoffel, Blutwurst, Jakobsmuschel. Hier war wesentlich mehr Aufwand als bei dem Teller. Ja, ich mach's kurz. Frikadelle ist weiter und gebratene Jakobsmuschel ist draußen. Margret darf bleiben, Nadine muss gehen. Es war eine super tolle Zeit, ich war froh dabei zu sein. Und ja, ihr habt schon recht, es war nicht so aufwendig wie die anderen Gerichte. Und ich hoffe, die haben jetzt richtig viel Spaß in der Woche und wünschen allen viel Glück. Letztendlich muss ich sagen, ist mir dann zum Schluss das ganz leicht gefallen, weil ja, der Mehraufwand für mich dann ausschlaggebend war und nicht der Geschmack, dass der oder diejenige weiterkommt. Servus Nadine, die Studentin fährt zurück nach Wien. Die heutige Herausforderung steht ganz im Zeichen von Kreativität und Feintuning, denn es geht um die Vorspeise. Wer den Sprung in die nächste Runde schafft, erfahren wir nach einer Dreiviertelstunde. An die Töpfe, fertig, los geht's! In einer Dreiviertelstunde steht das Ergebnis fest. Und in einer guten halben Stunde müssen diese Vorspeisen fertig sein. Merle-Marie Forstmann tischt Reiswaffeltatar mit veganem Eigelb auf. Bei Philipp Frost gibt es Jakobsmuscheln mit karamellisiertem Blumenkohlpüree und Wildkräutersalat. Margret Dünsing serviert Mangofeldsalat mit Hähnchenbrust und einem selbstgemachten Brötchen. Günther Kurz richtet fruchtigen Feldsalat mit Speck, Feigen, karamellisierten Walnüssen und Tomaten-Filo-Röllchen an. Und Patrick Gruf macht Pesto-Crepe-Taler mit Champignonfüllung und Rucola-Tomatensalat. Filoteig ist ein Teig aus Mehl, Wasser und Maisstärke, der zu sehr dünnen Blättern ausgerollt wird. In der türkischen Küche wird er für die süßen Baklavas verwendet. Geeignet ist er aber auch für deftige Gerichte, so wie bei Günther. Ganz kurz zur Technik. Ich habe jetzt gerade die Filo-Röllchen, die Füllung vorbereitet mit Federkäse. Der ist getrockneten, hier drin, ne? Ja, getrockneten Tomaten. Ja. Es wird jetzt mit Butter etwas verflüssigt, dann kommt Creme Fraiche rein dazu.
Dann rolle ich das ein und bringe es zum Ofen. Mhm. Und dann mache ich mich über den Salat. Wird einfach gebacken dann einfach? Ja, so. Bei 180 Grad. Mhm. 10 bis 12 Minuten. Hört sich sehr knusprig an. Apropos sehr knusprig. Margret backt heute frische Brötchen als Beilage zu Mango-Feldsalat und Hähnchenbrust. Aus was besteht der Teig? Mehl, ein bisschen Quark, ein bisschen Salz, Öl. Ja. Und das richtig vermengt. Und ein Backmittel, wollte ich gerade sagen. Ne? Und ein bisschen Vanillezucker noch mit. Und da brauchen wir jetzt kein Backpapier oder irgendwas drunter? Doch, ich oder habe so? Jetzt praktisch mit Butter vorher das Blech eingerieben. Ja. Und ich denke, das funktioniert. Finde ich toll, dass gut, du das nicht danke, brauchst, hier in der Küchenstadt Brötchen zu backen. Jo, danke. Klasse. Hähnchenbrust, Mango und Feldsalat, wie machst du die? Die Hähnchenbrust, mhm. Salz und Pfeffer, ja. Die brate ich erstmal an, schneide sie dann in Streifen. Und in der Zwischenzeit mache ich die Marinade für den Feldsalat fertig, mhm. Sodass das insgesamt dann ein stimmiges Bild gibt. Philipp hat als Radiopromoter gearbeitet und jobbt hin und wieder als Discjockey. Gekleidet ist er heute wie ein Rapper, meint Nelson. Und das ist für den Sternekoch, nun sagen wir mal, ein gefundenes Fressen. Du kannst ja hier mal mein Dressing, was ich gerade anrühre, probieren. Ich bin gerade reingegangen mit dem Löffel, da war es noch ein bisschen zu sauer vom Fruchtessig. Mhm. Einfach mal schmecken, ich glaube, jetzt müsste es besser gehen. Es schmeckt ziemlich lecker, ziemlich süß. Ich weiß ganz genau, dass ich das genieße. Das ist dein Dressing, das ist echt gut. Ich glaube, du hast das Kochen echt im Blut. Yeah! Ja. Ja, wenn es dann auch wirklich so ist, dann gibt es bei mir heute gleich den Wildkräutersalat. Der steht da vorne schon. Ja, da kommt dann hier dieses Dressing drüber. Hier im Töpfchen ist gerade der karamellisierte Blumenkohl. Den muss ich auch mal kurz umrühren. Mhm. Genau. Der wird dann noch püriert mit dem Pürierstab. Cool. Und nachher kommen dann die Jakobsmuscheln noch in die Pfanne. Merle ernährt sich vegan. Das heißt, sie isst kein Fleisch, Fisch und Geflügel. Und auch keine tierischen Produkte wie Honig, Molkereierzeugnisse und Eier. Letztere ersetzt sie so. Und zwar gibt es hier diese Mischung aus Hefeflocken, einem Schwefelsalz und Kurkuma. Mhm. Du kannst das gerne mal probieren, das schmeckt jetzt schon total nach Ei. Aber warum dann nicht einfach normales Ei nehmen? Ja, Mensch. Frag keine Sachen, deren Antwort du nicht von mir hören möchtest. Ja. Okay, und du machst heute auch so ein Tartar, glaube ich, ne? Ja, genau. Das sieht Veganes. Schon aus wie Tartar, ne? Das sieht aus wie Tartar? Na, bitte, ein bisschen schon. Ich finde, es sieht aus wie Bolognese oder so. Ja. Ja. Nein, in Wahrheit bin ich wirklich angetan davon. Ja, es sieht ganz nett aus. Das ist aus? Reiswaffeln. Mhm. Und ist es schon fertig? Nee, ich habe gerade den Knoblauch reingepresst. Wie hast du die denn jetzt gemacht? Die habe ich zerbröselt und dann etwas warmes Wasser drauf gegossen und dann halt jede Menge Gewürze. Okay, und dann geht das wahrscheinlich so ein bisschen auf? Ja, es wird dann weich. Am besten ist es über Nacht stehen lassen, aber das geht jetzt. Es fehlt noch Gewürz. Mhm. Ja. Also Moment, ich kann mir vorstellen, wo es mal hingehen könnte, ja. Meine Damen und Herren. Bei uns geht es jetzt erstmal zu Patrick. Er macht Pesto-Crepe-Taler mit Champignon-Füllung. Das ist jetzt der Crepe-Teig, oder wie? Ja. Okay. Und die Füllung, hast du die schon fertig? Steht im Ofen. Zum Warmhalten. Kommt okay. Gleich raus, wenn die Crepes fertig sind. Darf man die mal probieren? Da ist noch kein Gewürz dran. Ist noch nichts? Nein. Ja, Mensch, ey. Ein bisschen. Aber ich sehe leckere Champignons angebraten mit Zwiebeln. Und Knoblauch. Kommen da nicht auch noch Tomaten dazu? Die Tomaten sind in dem Salat, aber zudem kommt gleich noch der Feta dazu. Bei Philipp gibt es gebratene Jakobsmuscheln mit karamellisiertem Blumenkohlpüree und Wildkräutersalat. Soweit, so gut. Jakobsmuscheln brätst du jetzt aber. Die brate ich an. Relativ. Oder? Und relativ wenig Hitze. Ja, die sieht ganz okay aus. Ein bisschen, ein bisschen mehr, dunkler noch, ne? Ein bisschen dunkler, könnte noch mal ein bisschen mehr sein. Hitze drauf, auf jeden Fall. Gehen die dann gleich noch in den Ofen? Oder? Die lasse ich noch ein bisschen in der Pfanne und gebe sie dann auch gleich mal kurz in den Ofen. Mhm. Genau. Ist denn dein Püree schon fertig? Das ist schon fertig, steht im Ofen schon und wartet okay. Schon. Willst du probieren? Endlich mal was zum Probieren. Aber nicht so viel, es ist so wenig. Ganz Merle, links. Was ist denn mit deinem Eigelb? Was? Das ist nichts von mir. Nee, dein Eigelb. Ist das denn so langsam? Ach so, oder? Ja, ich muss das erst anrühren. Hm. Okay, das ist allerdings relativ grob, dein Püree, ne? Ja, soll ich es nochmal nachmixen? Ja, ich mag ja Pürees immer so ein bisschen feiner. Okay. Aber ist natürlich eine
Ja, ist wirklich. Dann bringst du noch mal mit. Dann bringst du noch mal mit. Dann also es ist lecker, finde ich, vom Geschmack her. Ja. Aber ich finde, es ist eher ein Tartar. Okay, ich muss noch ein bisschen mit dem Pürierstab. Ich würde noch mal ein bisschen durchgehen. Merle ist schon dabei, ein bisschen mit dem Pürierstab durchzugehen. Doch das vegane Eigelb-Ersatzprodukt wird nicht fest. Woran liegt's? Das ist nicht das Richtige. Das stimmt nicht. Es wird nicht fest. Sieht auch schrecklich aus. Ich habe das falsche Produkt hier. Was ist, wenn wir denn einfach das in eine Schüssel machen und da ein bisschen Wasser dazugeben? Ja, ist dann zwar aber auch so knalle-orange und schmeckt wahrscheinlich gerade. Ja, ein Eigelb ist doch knalle-orange. Naja, nicht so, okay. Lass doch das einfach mal probieren. Einfach mal irgendwie muss ich das retten. Was zu retten ist. Vielleicht klappt's ja. Jetzt kommt's aber langsam dahin, oder? Ja, ich probier's jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es damit funktioniert. Ja, probier halt mal. Was anderes können wir jetzt eh nicht mehr machen. Und das kommt dann jetzt in das Wasser rein, oder wie? Ins Calciumchloridwasser. Ja. Calciumchloridlösung und anschließend. Und dieses Calcium, ich kenne das so ein bisschen aus der Molekularküche. Das ist ja kein Klumpen. Ja, verrühr's doch mal. Hab Vertrauen. Wichtig ist beim Kochen nie entmutigen lassen. Genau. So oft versuchen und irgendwann klappt's dann mal, ja. Aber schnell sollte es klappen, denn viel Zeit ist nicht mehr. Okay, Türmchen. Das ist jetzt diese Champignon-Feta-Mischung. Champignon-Feta, dann ist da auch noch Rucola mit drin. Mhm. Salz, bist Pfeffer. Du am Zittern? Brauchst du einen Schnaps, oder? Wenn du einen hast. Es ist noch ein bisschen zu früh für Schnaps. Ja, das war mir klar. Das mach klar. Ganz in Ruhe, mach ganz in Ruhe. In der Zielgeraden seid ihr jetzt. Und du? Ist doch super, oder? Ja. Schön braun, schön kross. Könnte man jetzt noch mit so ein bisschen Eigelb-Sahne-Gemisch überstreichen. Dann würde man jetzt noch. Ja, da würde man so ein Dings bekommen, so einen Glanz noch dazu bekommen, aber in Anbetracht der Zeit, ja. Lieber fertig machen, lieber jetzt schön anrichten und rechtzeitig nach vorne bringen, eure Teller, meine Lieben. Was ist hier jetzt noch? Das Brot wird noch ein bisschen angebräunt. Das gibt's noch dazu. Gebe ich noch dazu. Püree ist fertig. Alles fertig? Salat mariniert, oder? Salat ist, genau, mit Dressing schon. Mit Blüten und so weiter. Oh, genau. Ein dann richtiger Künstler. Einfach nur noch das Brot dazu. Mhm. Oh. Öl. Brot drauf. Natürlich. Ja gut, Tatar, ne? Ja. Also, letzte Minute ist angebrochen. Achte auf dein Brot. Und der erste Teller geht nach vorne. Mangosalat, Krepptürmchen. Ja, passt. Da kann sich der Alfons Schubeck freuen. Schöne Gerichte hier. Okay. Ja, mein Gott. Ich erklär's. Okay. Letzten 20 Sekunden noch. Ja, noch mal den Schweiß aus der Stirn. Alle Teller. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist Premiere, dass wir vor der Zeit alle Teller hier vorne stehen haben. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Großen Applaus hier mal. Ha? Respekt. Ja, Sie sind anscheinend unterfordert, meine Kandidaten. Großes Kino hier, ich finde, Sie haben das toll gemacht. Und jetzt freue ich mich auf einen, ich würde sagen, väterlichen Freund aus München, Alfons Schubeck. Herzlich willkommen. In der Tat könnte Alfons rein rechnerisch der Vater von Nelson sein. 30 Jahre trennen die beiden. Und als Alfons Schubeck 1983 seinen ersten Michelin-Stern bekam, ging Nelson Müller noch in den Kindergarten. Herzlich willkommen, Alfons Schubeck. Reiswaffeltatar mit veganem Eigelb. Ja, also so ein schönes veganes Eigelb. Es ist aber tatsächlich ein echtes Hühnereigelb. Ja, schickt mir ja. Aber das Ding schmeckt. Na gut. Ja. Pesto, Crepe, Thaler mit Champignon-Füllung und Rucola-Tomatensalat. Ja. Diese Thaler, was das fürs Auge jetzt ein bisschen untypisch ist, das ist leicht zerfledderte, das ist geronnene, aber wenn man das natürlich warm macht, ist klar, aber der Geschmack von dem Türmchen, der ist nicht schlecht.
Also das ist doch schon mal was. Jakobsmuschel mit karamellisierten Blumenkohlpüree und Wildkräutersalat. Jakobsmuscheln schmecken sehr gut. Wildkräutersalat, schauen wir mal. Essbare Blüten. So schade, weißt, dass man das immer so zusammenfallen lässt. So, Jakobsmuscheln, sehr guter Geschmack. So, und jetzt kommt Mangofeldsalat mit selbstgemachten Brötchen. Ja, sag mal da. Gut, Mango schmecken so halt, wie Mango schmecken. Hähnchen ist leider ein bisschen zu fest gebraten. Die Marinade mit dem Feldsalat, sehr gut, wirklich wahr. Hähnchen, hätte ich ein bisschen netter gemacht, ein bisschen zu stark gebraten. Mango, Feldsalat passt auch sehr gut. Das einzige Manko ist hier, dass das Hähnchen zu trocken ist und dass der Feldsalat ein bisschen sandig ist. Aber mein, der ein bisschen Sand, gell? Mein, ja. Fruchtiger Feldsalat, schon wieder Feldsalat, oder? Hab ich jetzt verlesen. Nein. Mit Speck, Feigen, karamellisierten Walnüssen und Tomaten, Filo Röllchen. Marinade gut. Feldsalat auch. Speck schön groß gebraten. Schauen wir das an. Das ist halt schon eine Vorspeise, wenn man für einen Hauptmann keine Zeit mehr hat, dann hat man schon gegessen. Ja? Aber es schmeckt. Das ist wichtig. So. Und jetzt gehen wir doch einmal in die Tiefe. Dieses Tartar schmeckt. Nee, da ist nicht mehr drauf, deswegen kann man nicht mehr kritisieren. Schmeckt. Ja. Puh. Diese Pesto-Crepe sind wahrscheinlich selber gemacht. Schmecken gut. Tomatensalat ist ein bisschen ein Schmarrn, das ist ein bisschen übertrieben geschrieben, aber ich werde auch eine Tomate probieren. Wahnsinn. Ja. Ich habe auch noch Essig und Salz und Öl hier vorne. Weiter. Dieses Gericht hat jetzt nicht so viele Zutaten, es schaut nur so viel aus, aber es schmeckt, deswegen ist es weiter. Jawohl! Man muss ja das immer fair, ja, nach Aufwand und so, nach Geschmack. Jetzt geht's los hier. Jetzt haben wir hier Jakobsmuschel gebraten mit einem Püree und einem Wildkräutersalat. Hier haben wir geschnittene Mango mit einem guten Dressing, einem Feldsalat. Und sagen wir mal, das ist ein bisschen leider zu fest gebraten. Der Pluspunkt ist wieder das Brötchen. Aber ich muss jetzt sagen, dass das weiter ist und das leider, leider nicht. Damit hat sich der Juror für Philipp und gegen Margret entschieden. Vielleicht hätte ich noch eine andere Zutat machen müssen, aber ich hatte mich für den Mango-Feldsalat entschieden und dazu stehe ich natürlich auch. Das Hähnchen war leider sehr stark gebraten, man hat es irgendwann eigentlich nur noch so Fusseln. Ja. Und das andere war doch ein Tick witziger, aufwendiger, indem dass man sagt, Jakobsmuschel mit einem karamellisierten Blumenkohlpüree, wenn das auch nicht so gelungen ist, aber die Idee war dahinter und dann hat es einfach besser harmoniert. Margret schaut zu, wenn Merle morgen gegen drei Männer kocht. Hier in der Küchenschlacht geht's heute ums Hauptgericht. Vier Kandidaten sind noch da und naja, jeder hat noch die Chance sozusagen in die Champions League einzuziehen. Aber vorher 35 Minuten Kochkampf an die Töpfe. Fertig, los geht's! Am Mittwoch wollen die vier Hobbyköche mit diesen Hauptgerichten punkten. Merle-Marie Forstmann macht Sojageschnetzeltes nach Zürcher Art. Dazu gibt's Rösti. Philipp Frost tischt Saiblingsfilet mit Kartoffelkarottengemüse und Rote-Bete-Schaum auf. Günter Kurz richtet Rindersteak mit Herzogin-Kartoffeln, Mandelbrokkoli und Portweinsauce an.
Und Patrick Gruf will mit Saltimbocca-Röllchen und Pilzrisotto weiterkommen. Zürcher Geschnetzeltes wird mit Kalbfleisch gemacht. Nur dann darf das Gericht so heißen. Geschnetzeltes Zürcher Art kann man auch aus Geflügel- oder Schweinefleisch machen. Merle kocht eine vegane Variante mit Sojaschnetzeln. Also letztlich ist es einfach nur Sojamehl, fertig. Hm. Nicht mehr, Sojaboden, glaube ich, gemahlen ja. Und dann gepresst. Genau, ja. Und dann werden die so aufgepoppt, wie so Cornflakes im Grunde genommen. Mhm. Ne? Und die kann man dann wieder in Wasser hier? Und Sojasoße und Senf. Und das ist natürlich also wichtig. Der ist aber jetzt zu salzig, weil es gibt nachher Soßengeschmack. Es würzt die restliche Soße mit. Extra zu salzig, oder was? Ja. Oder bist du verliebt? Nein, ja, das auch. Und mein Mann natürlich immer noch. Oh. Wobei, da habe ich ja noch einen schönen. Können Veganer überhaupt Schmetterlinge im Bauch haben? Ich finde es nicht zu salzig. Ich finde es richtig lecker. Ja, das gibt die Würze der Soße halt nachher. Und Soja ist halt Soja auch, macht den. Sojasoße ist übrigens, wenn sie traditionell hergestellt wird, ist ja so eine fermentierte Soße. Und die ist, man nennt das Umami, den Geschmack. Also die Fleischgeschmack, ja. Genau. Umami ist die fünfte Geschmacksrichtung. 1908 fand ein japanischer Forscher heraus, dass besonders proteinreiche Nahrungsmittel weder süß, sauer, salzig noch bitter, sondern fleischig, herzhaft und wohlschmeckend sind. Und all das beschreibt der japanische Begriff Umami. Weiter geht's mit Patrick. Gibt's bei dir was zu entdecken? Außer, dass das Risotto ein bisschen ankokelt? Tut's nicht. Ja, aber ist schon ganz gut Hitze dabei, ne? Ja, ich habe das schon runtergestellt. Wie hast du das angesetzt? Ich habe eine Zwiebel, einen Knoblauchzehe klein gehackt, angeschwitzt, Pilze mit rein, dann den Risotto-Reis mit rein, damit Weißwein abgelöscht. Und dann Brühe dazu. Jetzt gebe ich immer wieder Brühe dazu, bis das durch ist. Was mich ja wundert, ist, dass du gar keinen Fisch machst. Weil ich weiß, dass du ja ein großer Fisch- bzw. Angelfan bist, ne? Ja, das stimmt. Also das hat mich selber gewundert, als ich die Rezepte dann abgegeben hatte. Habe ich selber gesehen, na ja, aber ab morgen gibt's Fisch. Um Herzogin-Kartoffeln zu machen, muss man eine durchpassierte Masse aus gekochten Kartoffeln und Eigelb durch eine Sterntülle pressen. So bekommt man kleine Rosen oder französisch Rosette. Und wie macht man die Kartoffelmasse, Günther? Ah, jetzt geht's an die Herzogin-Kartoffeln, ne? Ja, vielleicht auch hier noch mal ganz kurzes Rezept. Ich habe mehlige Kartoffeln gekocht. Muskatnuss, Salz und Pfeffer, ein Ei. Und das gebe ich jetzt in die Tülle, spritze es hier auf. Ne? Ja. So, und jetzt zeig mal, wie du es aufdressierst, nennt man das ja, ne? Ja. Ah, das machst du auch nicht zum ersten Mal, ne? Schön. Und dann wird es gleich noch eingestrichen? Nee, eigentlich nicht mehr. Das kann man nämlich machen, um dem Ganzen noch so einen Glanz zu verleihen beim Backen. Nimmt man einfach ein bisschen Eigelb, vermischt das mit Sahne. Habe ich noch ein Ei, und dann kann man das so ein bisschen einpinseln, dann bekommt es diesen berühmten Glanz. Jetzt schon gleich oder später? Ja, kannst du gleich machen direkt. Ja. Das Sojageschnetzelte von Merle ist fertig. Und wie schmeckt sie, die vegane Variante des Schweizer Nationalgerichts? Die Soße ist kurz vorm die war gerade schon. Ich habe Abscheißen, sagt man in der Kinisprache. Das heißt, Fett Sahne und Dings trennen sich, genau. Aber ich probiere jetzt erstmal. Sie war eben schon mal. Ansonsten finde ich, sieht es sehr lecker aus. Ja, schmeckt nochmal auch. Kommt dem echten Schnetzel schon ziemlich nah. Das ist ja so eine Ragout-Soße, ne? Ja, auf Rahmbasis. Und? Geil. Ja? Finde ich richtig geil. Ja. Philipp hat Kartoffeln, Karotten und Erbsen vorgegart, dann angebraten, mit Weißwein abgelöscht und mit Sahne aufgegossen. Aber das ist schon ein bisschen zu früh fertig geworden. Ja, das sieht auch ein bisschen komisch aus. Sieht ein bisschen komisch aus, kommt aber nachher in der Fisch drüber, dann sieht es wieder gut aus. Das ist ja mal der Technik, ne? Oder? Wenn ich so in meinem Gourmet-Restaurant anrichten würde, sieht ein bisschen komisch aus, ach komm, kommt der Fisch drüber, dann passt es schon wieder. Und fertig. Nicht aber es muss ja schmecken. Probier's mal. Vielleicht stimmt. Müssen wir also das nochmal. Was ist das jetzt alles? Das sind Karotten, Kartoffeln und Frühlingszwiebeln. Und ein bisschen Erbsen. Sieht so ein bisschen vegan aus, ehrlich gesagt. Soll ich meine Pfanne rübergeben auf den anderen Tisch? Aber schmeckt. Ja. Ja? Also muss ich sagen, schmeckt richtig genial. Okay. Wenn ich jetzt probiere. Komm zu dir.
Ich würde einfach nur ein bisschen Flüssigkeit dazu geben. Nochmal auch dazu hier geben, ist ein ähnliches Phänomen. Dadurch, dass es schon so früh fertig ist, hat sich das so ein bisschen getrennt. Wenn du jetzt ein bisschen Flüssigkeit dazu gibst, wird die Masse wieder homogener, wird schöner. Ne? Soll ich denn lieber die Sahne nehmen oder lieber noch einen Schuss Wasser? Machen wir Sahne, oder? Ich würde ein bisschen Sahne nehmen. Richtig. Der Fisch ist drin. Der ist schon im Ofen, der ist schon durch. Oh, der ist schon durch? Sollte passen. Der soll nicht durch sein. Naja, aber er ist fertig gebraten, sagen wir es mal so. Jetzt mache ich mir Sorgen. Guck dir ihn an. Wo ist er denn, rechts? Links, ganz links. Bei wie viel Grad ist der jetzt drin? 80 Grad, das ist natürlich schon mal schön. Das heißt, er hat darauf warm gehalten werden, genau. Geachtet, der ist nur angebraten, ne? Genau. Mhm. Oh lala, jetzt habe ich ein Stück hier fast kaputt gemacht, aber da mache ich einfach die Haut wieder drauf und dann sieht man wieder nichts. Ne? Bei wem hast du das gelernt? Nein, das andere Stück ist schön. Bin gespannt, scheint alles gut zu sein. Bei Patricks Salt im Bocca-Röllchen scheint auch alles gut zu sein. Wie lange war das drin? Bei wie viel Grad? Ich habe es bei 100 Grad jetzt ca. 15 Minuten im Ofen gehabt. Ich finde, es sieht perfekt aus. Wir haben eine tolle Schneckenform hier, ist leicht rosa das Fleisch. Ich habe es jetzt runtergestellt. Mhm. Klasse. Wenn man das so schneidet, merkt man schon, dass es perfekt gebraten ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Auch hier wieder. Achtet auf eure, wenn ihr Soßen macht, ne? Wenn ihr Soßen macht, dann schaut auf die Flüssigkeit. Auch hier trennt sich's gerade wieder, ne? Das heißt, entweder Brühe dazu oder was Sahniges dazu. Oder Wasser dazu. Irgendwas dazu, ja. Mhm. Und zwar schnell, denn die Zeit drängt. Das gilt übrigens auch für Nelson, denn... Und ich mache jetzt so eine kleine Vorspeise. Marinierter Spargel mit einer Kräutercreme. Wachteleier einfach 1 Minute 50 oder sagen wir mal maximal 2 Minuten gekocht. Dann kann man die einfach ganz klassisch wie so einen Schnitzel panieren. Durch Mehl ziehen, durch Eigelb und danach durch Paniermehl. Und dann backen. Dann bekommt man so einen Crunch. Finde ich ja immer schön, auf dem Teller eben verschiedene Komponenten zu haben. Schmeiße ich in die Fritteuse. Das kann man übrigens auch mit dem Spargel machen. Das heißt, den marinierten Spargel sozusagen, den kann man auch rausnehmen einfach. Auch genauso durch Mehl ziehen, durch Eigelb und nochmal panieren. Nur so als kleine Variante. Und dann richte ich nochmal schnell an. Ihr habt noch 1 Minute 30. Einfach so ein bisschen Creme drauf auf den Teller, Spargel, vielleicht so ein paar Spitzen. Die schneide ich noch mal schnell so ein bisschen durch. Den kann man dann einfach so ein bisschen bunt hier drauflegen oder draufstellen. So, die Eier nehmen wir so ein bisschen raus. Letzte Minute. Ich richte an. Ich hoffe, ihr richtet auch an. Ein paar Wildkräuter drauf. So. Kleiner Spargelteller nebenbei. Jawohl. Worauf geht's noch? Wo hängt's noch? Nirgends. Komm, das machen wir hier vorne. Ja. Diese schönen Herzogin-Kartoffeln wollen wir sehen. 30 Sekunden noch. Jawohl, Fleisch. Ja. Geschnetzelt, das passt. Toll. Ja. Komm, ich habe noch eine Blüte für dich. Hier. Du kannst noch eine Blüte drauf machen. Ja, toll, danke. Erster Teller ist vorne, klasse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hier. Jawohl. Also darüber kann ich mich bei meiner Truppe nicht beklagen. Fertig werden sie immer in der vorgegebenen Zeit. Und ich glaube, mein Juror dürfte dem Günther gefallen, denn er kommt wie er auch aus dem Frankenland ursprünglich. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Rock'n'Roll Stefan Marquardt! Nicht Rock'n'Roll, sondern Punkrock hört der 51-Jährige am Herd. Denn er ist überzeugt davon, dass Musik die Kreativität in der Küche steigert. Heute rockt er die Küchenschlacht. Stefan Marquardt. Wir haben Saiblingsfilet mit Kartoffeln, Karottengemüse und dazu einen Rote-Bete-Schaum. Ja. Also das Schäumchen schmeckt so ein bisschen wie Wattebällchen, finde ich. Ne? So, mal das Gemüse probieren.
sagen wir vom Garpunkt, gerade noch so, also könnte ein Tacken saftiger sein, aber die Kombination mit dem Wattebällchenschaum und dem Fisch und dem Gemüse ist lecker. Sojageschnitzel ist Züricher Art mit Rösti. Verblüffend. Ja, ne? Es ist wirklich verblüffend und sehr, sehr lecker. Rösti schaut auch toll aus. Lecker, Punkt. Ja, top. Saldi-Bocca-Röllchen mit Pilzrisotto. Mhm. Also die Pilze sehr harmonisch, schön rund abgeschmeckt. Risotto. Sehr weißweinlastig, aber das Korn ist wirklich gut erwischt, gut auf den Punkt gegart. Mit dem Saldi-Bocca eine tolle Idee, um das auch als Röllchen zu machen, gefällt mir gut. Und ist wirklich schön gebraten und wirklich harmonisch abgeschmeckt. Super. Wir haben einen Rindersteak mit Herzogin-Kartoffeln, Mandelbrokkoli und einer Portweinsoße. Tja, bin ich mal gespannt. Mmh. Der Brokkoli hat ein bisschen viel Sonne abgekriegt. Er ist leider ein bisschen eichweich geworden. Schauen wir mal das Rindersteak. Mmh. Also Soße würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ja. Aber das ist noch ein bisschen. Ich habe hier noch ein bisschen in der Schüssel. Bisschen flüssig, aber hier, wenn du noch mal probieren willst, richtig. Normalerweise richte ich ein bisschen schöner an, aber ist auf die Schnelle. Das ja. War die Soße? Ja, also sehr, sehr alkoholreich, muss ich sagen. Da brauchst du keinen Wein mehr dazu trinken oder keinen Portwein mehr dazu trinken. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Hier haben wir einen Teller. Schaut schön aus. Rösti, richtig schön knusprig. Diese Sojageschnetzelte ist wirklich mit den Pilzen in dieser Soße hervorragend abgeschmeckt. Wirklich auf den Punkt erwischt. Ist für mich weiter. Jawohl. Saldi-Bocca-Röllchen mit Pilzrisotto. Ich sag mal, Risotto ist lecker, ein bisschen sehr weißweinlastig. Ist ja eigentlich ein Pilzrisotto. Da steckt richtig Arbeit drin. Für mich weiter. So, also hier Fleisch, schön, wenn wir es nochmal angucken, wirklich schön rosa auf den Punkt erwischt. Der Brokkoli, zu weich, ist aber echt lecker, muss man sagen. Also schmeckt wirklich hervorragend. Die Mandelbällchen sind auch toll, die Soße ist nicht so prickelnd. Und hier auch toll. Ich muss jetzt wirklich das Haar in der Suppe suchen. Probieren den Fisch nochmal. Ganz, ganz enge Entscheidung, aber weiter ist für mich das Rindersteak. Philipp muss sich geschlagen geben. Macht nichts, oder? Naja, die letzten drei Tage waren super. Also ich habe mich gefreut, dass ich es überhaupt bis heute, bis Mittwoch geschafft habe. Und es war jedes Mal total eng. Und heute war ich auch wieder in einer engeren Auswahl und denke mir dann, die anderen sind auf jeden Fall verdient weitergekommen, weil hier jeder eigentlich super gekocht hat. Auf jeden Fall. Und es tut mir wirklich wahnsinnig leid für den Fisch, weil er war eigentlich auch sehr gut. Ohne Philipp kochen die anderen am Donnerstag weiter. Ja, meine Kandidaten müssen heute zwei Gänge machen. Und bei gleicher Zeit, das ist natürlich eine Herausforderung. Ich bin sehr gespannt. An die Töpfe, fertig, los geht's!
Am Donnerstag müssen 35 Minuten also für zwei Gerichte reichen. Merle-Marie Forstmann macht Mock Duck à l'Orange im ersten Gang und im zweiten eine Schokoladencreme. Günther Kurz serviert zuerst Chicken Curry mit Basmati-Reis und Mangold-Gemüse und anschließend einen Apfel im Knuspermantel mit Rumrosinen. Und bei Patrick Gruf gibt es Zitronenlachs mit Kartoffel-Karottenstampf im Hauptgang und zum Dessert einen Schokotraum mit Erdbeeren- und Vanillesoße. Ente à l'Orange ist ein Klassiker der französischen Küche. Das wohl bekannteste Rezept dafür stammt von dem Pariser Koch René Lasserre. Und das Geheimnis seines Canard à l'Orange ist die Soße. Merles Geheimnis ist die vegane Ente. Wie geht das denn? Haben Sie schon mal eine vegane Ente gesehen? Sogar mit nachgemachter Haut hier oben drauf. Ja, das ist natürlich nur ein Muster. Also ist irgendwo drauf gedrückt worden. Ja, das ist so ein Stempel, der da drauf gepresst wird. Das musst du uns mal erklären. Das nennt sich Mock Duck, ne? Richtig, ja. Ja. Was ist das? Das ist Weizeneiweiß. Also wenn man Mehl die Stärke auswäscht, bleibt das Eiweiß zurück. Ja. Und das wird dann eben mit diesem Muster versehen, frittiert und dann nochmal gekocht in Sojasauce und Zucker. Und kann man das so auch schon essen? Ja, absolut. Und das ist lecker, oder was? Es wird noch leckerer, wenn es gekocht ist. Aber du kannst es probieren, ja. Mhm. Und? Ich glaube, es schmeckt noch leckerer, wenn es gekocht ist. Mhm. Ja. Gleiches gilt übrigens für Günthers Gericht. Sein Hähnchencurry schmeckt auch leckerer, wenn es gekocht ist. Du hast dieses Curry gemacht? Das Curry, ja. Zwiebel, Knoblauch, Kartoffeln in Butter angeschwitzt. Das Hühnchen hast du direkt mitgeschwitzt, ne? Das habe ich kurz angebraten. Mhm. Und dann habe ich die Soße, etwas Kokosnussöl, Milch, dann Weißwein. Mhm. Und jetzt lasse ich das köcheln. Mhm. Und sind noch ein bisschen bitter noch so ein bisschen, ne? Es ist halt noch nicht abgeschmeckt. Nee, das ist noch nicht so gewürzt. Wir haben es vorhin schon erwähnt, das Geheimnis der Ente à l'Orange von René Lasserre ist die Soße. Der französische Drei-Sterne-Koch nahm karamellisierten Zucker, Weinessig, Bratenjus und Orangensaft. Und wie macht's Merle? Wie hast du die Soße angesetzt? Also erstmal Zucker karamellisiert, Orangensaft, dann den Sud von der Mock Duck, weil der den Geschmack hat. Etwas Rosmarin, Contro, Salz, Pfeffer. Und nachher kommt noch ein großes, fettes Stück vegane Butter rein. Genau, das musst du auch noch mal erklären. Ihr habt da dieses vegane Schmalz oder so? Das ist für die Ente allerdings zum Aromatisieren. Das sieht ja wirklich aus wie Schmalz. Aus was ist das? Schmalz. Pflanzenfett. Pflanzenfett. Will das jemand mal probieren? Röstzwiebeln und Apfelstückchen sind da meist drin. Bei Patrick gibt es heute gebratenen Zitronenlachs. Nun, das mit den Zitronen stimmt. Das mit dem Braten nicht, meint Nelson. So richtiges Braten ist es ja nicht, ne? Nein. Mhm. Ich bin ja so ein Fan von, also der ist ja auf der Haut, ne? Genau. Und wenn ich Fisch auf der Haut brate, dann benutze ich eine relativ hohe Temperatur, damit die Haut schön kross wird. Und ich nehme auch ein normales Öl und keine Butter. Ja. Hat es einen Grund, dass du das jetzt in Butter eigentlich eher dünstest als... Ich mache das immer so. Das ist der einzige Grund. Okay, und das ist auch so, genau, wie du es haben möchtest? Genau. Okay, dann will ich dir da nicht reinreden. Schokoladenkuchen ist drin, ne? Nein. Noch nicht? Nein, der braucht genau 9 Minuten. Genau, und du timest es so ganz genau? Muss, sonst ist der Kern nachher nicht weich. Ne? Du scheinst ein Perfektionist zu sein. Sehr gut. Anders als Patrick hat Günther sein Dessert bereits im Ofen. Der Apfel im Knuspermantel braucht nämlich deutlich länger als der Schokotraum. 220 Ober- und Unterhitze, das ist okay. Blätterteig backt man immer bei relativ oder bei sehr, sehr hohen Temperaturen. Es ist ja ein Teig, der zu 2 Drittel aus Butter und 1 Drittel aus Mehl besteht. Und hier gibt es eben kein Backtriebmittel, was sozusagen diesen Teig aufgehen lässt. Und deshalb sind diese hohen Temperaturen wichtig, weil da passiert Folgendes, dass nämlich bei der Butter, die eben zu so einem hohen Anteil da drin ist, das Wasser verdampft. Und durch dieses Verdampfen des Wassers sozusagen die vielen verschiedenen Touren des Blätterteigs nach oben gehen und der Teig dadurch aufgeht. Jawohl. Patrick ist schon dabei, sein Dessert anzurichten. Das sind jetzt die karamellisierten Erdbeeren. Was ist das hier noch? Vanillesoße steht hier. Kannst du probieren? Wenn du hast du die selber gemacht, oder was? Ja, klar. Die Vanillesoße auch noch? Ja. Und warum nur so wenig? Da ist noch mehr. Aus was? Ach, wird ganz klassisch angesetzt, oder was? Ganz klassisch, genau. Jetzt willst du es aber wissen, oder? Jetzt drehst du noch mal so richtig auf, habe ich das Gefühl. Ja. Cool. Und Endspurt. Letzten 2 Minuten noch.
Das Püree ist aber eher so eine, ja, Soße, ne? So ein bisschen schleimig auch, ne? Ja. Haben wir so einen Stampfer irgendwie? Ja, da bist jetzt, klang jetzt nicht ganz so zufrieden, Patrick. Doch, ich bin super zufrieden. Okay. Stampfer. Hier. Hier ist ein Stampfer. Dankeschön. Aber schmecken tut's. Danke. Schmecken tut es richtig gut. Ja. Was soll hier noch passieren? Gar nichts. Ein bisschen einreduzieren. Das kann man Fisch zur Not noch schnell abbinden ein bisschen. Ja. Bisschen abbinden. Komm, schnell noch. Ich hab nichts mehr zum Abbinden hier. So, Kuchen, wie bitte? Ich hab nichts zum Abbinden hier, sag ich. Hat jemand noch Stärke da? Ja. Hier. Ist das Stärke? Stärke, ganz bisschen was anrühren, bisschen Wasser. Ja, ja, guck mal. Ja. Gib her, gib her, gib her. Letzte Minute ist angebrochen. So, ganz langsam abbinden, bitte. Denk an dein Dessert. Ja. So. Eieiei, der Günther ist heute der Erste. Das ist ja unglaublich. So, Ente drauf. Schön, schön in Ruhe. In Ruhe, ne? Schöne Teller möchte ich sehen von euch. Macht mir keine Schande. Aha. Hier wird gekocht, ne? Hier geht die Post ab. So, jetzt. Ihr dürft ruhig schwitzen, ja? Das darf ruhig ein bisschen Schweiß auf der Stirn sein, ja? Jawohl, ja. Jawohl. Sehr, sehr schön. Oh, ja. Nicht so viel, das ist so schön knusprig. Wenn jetzt alles da wieder, ne, ist. Ja, ich wollte als Dekoration. Ja, mach drauf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Auf geht's. Ab nach vorne, liebe Merle. Komm zu mir. Ah ja, jetzt muss man sagen, habe ich auch mitgefiebert. Komm zu mir, Herd bleibt an. Und wir holen den Mann, der jetzt bestimmen wird, wer morgen im Finale ist. Ich freue mich auf ihn. Karl-Heinz Hauser, meine Damen und Herren. Seit 2002 kocht er im Restaurant Seven Seas in Hamburg und bekam für seine exzellente Küche umgehend einen Stern im Guide Michelin. 2012 kam der zweite Stern. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Hauser. Chicken Curry mit Basmati-Reis und Mangoldgemüse. Mhm. Lecker, schöner Curry, nicht zu scharf, ist wirklich angenehm. Fleisch ist auch absolut okay. Mit dem Reis, ich probiere jetzt nochmal alle drei Sachen zusammen, aber schönes Gericht. Gut. Jawohl. Mock Duck à l'Orange. Bin ich gespannt. Was ich interessant finde, für das, dass es kein Fleisch ist, ist, dass es wirklich schön Entenhaut crispy ähnlich ist. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich vegan, Vegetarier wäre und ich krieg sowas, finde ich absolut okay. Find ich, also eine witzige Idee auch. Und der Glöte ist auch lecker. Gut. Ja, schön. Zitronenlachs mit Kartoffel-Karottenstampf. Lachs ist auf jeden Fall schon mal, kann man hier ganz gut sehen, da ist viel Eiweiß ausgetreten, ein bisschen zu weit oder zu lang gegart. Und wir probieren einfach mal, wie er schmeckt und abgeschmeckt ist. Mhm. Gut gemacht, also es ist saftig, es fehlt ein bisschen Gewürz, aber es ist schön saftig, aromatisch und mit ein bisschen mehr Salz. Mit Limone oben drauf wäre das absolut perfekt. Ja. Da ist ein bisschen schön Säure drauf. Butter, also ziemlich fettig, aber in der Summe mit dem Lachs geht es ganz gut. Und der Karotten-Kartoffelstampf ist auch anständig abgeschmeckt. Also das geht gut. Ich mache gleich weiter mit dem Schokotraum mit Erdbeeren und Vanillesoße. Innen noch ein bisschen flüssig scheinbar, die Schokolade. Ja. Mariniert, also es ist noch schön fluffig. Ich mag das gern mit dem flüssigen Kern, mit dem Schokoladenkern. Perfekt ist das ja.
super. Traum. Perfekt, Traum. Apfel im Knuspermandel mit Rumrosinen. Schön aromatisch und vor allem bleibt natürlich der Duft und das Aroma des Apfels drin in diesem Teig. Es war schön geschlossen, anständig gebacken. Der Apfel ist auch von der Konsistenz her sehr schön. Ist auch ein richtig guter Apfel, der geeignet ist für sowas. Auch die Soße oder der Fond dazu, sehr schön. Und kommt es. Hier haben wir Schokoladencreme, einfach nur Schokoladencreme mit Kokos oder was ist das? Ja, das ist ein bisschen Milch. So eine Mandelmilch ist das. Ein bisschen Mandelmilch? Aufgeschlagen, mhm. Angeschlagen, Mandelsahne. Echt schwer, ne? Auch gut. Also kann man nichts sagen. Das ist ein schöner Schokoladengeschmack. Das ist nicht fluffig, aber ist mehr so ein Pudding, würde ich sagen, als eine Creme von der Konsistenz. Aber geschmacklich ist es in Ordnung mit der Milch zusammen. Himbeeren. Pistazie. Es wird wirklich schwer, weil es ist alles echt gut gemacht. Auch witzige Ideen dabei. Also das muss ich schon mal von vornherein wirklich durchschicken und weiterkommen lassen, weil es einfach von der Idee witzig gemacht ist. Ich bin, wie gesagt, kein großer Veganer und Freund von solchen Sachen, aber wenn man etwas so nachbaut, wie diese Ente jetzt hier gemacht ist, oder diese falsche Ente mit den Knödeln, mit der Soße, die Harmonie ist wunderbar. Auch die Schokoladencreme mit den Himbeeren. Also, muss man weiterkommen. Toll! Du brauchst meine Liebe nicht mehr. Komm. Und hier wird es echt schwer, weil das handwerklich alles gut gemacht ist. Also hier haben wir das Chicken Curry, das ist, also ich liebe Curry, es ist gut gemacht. Die Harmonie ist da mit dem Mango, ganz leichte Säure, das ist ausgewogen, mit dem Reis ist perfekt gekocht. Das ist gut, das Dessert mit dem Apfel ist gelungen, sodass wir hier einen Unterschied haben. Also der Lachs ist ein Ticken zu weit, es fehlt hier Salz. Am Ende des Tages spielt natürlich der Geschmack immer eine Rolle. Die Soße ist von der Konsistenz nicht optimal. Das Püree ist gut, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig attraktiv angerichtet. Dessert, muss man allerdings wieder sagen, ist perfekt gelungen. Trotzdem haben wir hier ein paar handwerkliche Fehler und somit ist Chicken Curry weiter. Patrick hat es nicht geschafft. Also ich finde, das Fazit der 4 Tage ist einfach, dass sehr viel Spaß gemacht hat. Ich weitergekommen bin, als ich gedacht habe. Und ich das einfach nur jedem empfehlen kann, der Lust hat zu kochen. Es gab am Ende des Tages nur einen Punkt, der eben nicht gepasst hat. Das war das Abschmecken, sprich das Salz und Pfeffer oder das Gewürz am Fisch. Was gewählt hat, der war auf den Punkt gegart, gut, schön, saftig, aber Salz und Pfeffer hat eben gefehlt. Patrick nimmt im Publikum Platz, wenn Merle und Günther im Finale kochen. 2 Gerichte in 35 Minuten. Ich sag an die Töpfe, fertig, los geht's! Am Freitag wird der Hauptgang nach einem Rezept von Nelson Müller gekocht. Souffliertes Lachsfilet mit Zuckerschoten, Kartoffelcreme und Sauerampfersoße. Einen weiteren Gang bereiten die Finalisten nach eigener Wahl zu. Und beide haben sich für eine Vorspeise entschieden. Merle-Marie Forstmann, die 33-jährige Buchhändlerin aus Bechtolsheim in Rheinland-Pfalz, tischt vegetarische Kaviar-Canapés mit Safran-Aioli auf. Und Günther Kurz, der 65-jährige Rentner aus Dachsbach in Bayern, kocht eine Avocadosuppe mit Räucherlachs. Avocados werden in der Regel kalt serviert, in Salaten, mit Meeresfrüchten gefüllt oder zu einem cremigen Dip verarbeitet. Günther kocht eine Suppe mit Avocados. Wie kann ich mir eine Avocadosuppe vorstellen? Habe ich noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Klassischer Suppenansatz? Oder? Nein, eigentlich nicht. Ich brauche sehr reife Avocado, so wie diese. Ja. Es kommt dann Honig rein, Gemüse vor, etwas Curry, Creme fraiche. Ah, wird die kalt gemixt? Nein. Ist eine Warme. Wird aufgekocht. Okay. Ja. Ja, und dann Salz, Pfeffer. Mhm.
Canapés sind kleine Appetithäppchen der französischen Küche. Sie sind so klein, dass sie mit einem oder zwei Bissen zu essen sind und daher ohne Besteck serviert werden. Merle belegt ihre Canapés mit Safran, Aioli und Kaviar. Natürlich alles vegan. Dieser vegane Kaviar, aus was besteht er denn? Der wird aus Seetang hergestellt, so mittels Molekularküche wird das dann zu kleinen Kügelchen so getropft. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Das schmeckt ja nach Fisch. Er schmeckt wirklich nach Fisch. Er schmeckt wie, Seehasenkaviar oder richtig, so. Ne? Genau. Ja. Mhm, ja. Und er ist super günstig sogar. Also kann man sich echt ab und zu mal leisten. Okay. Naja. Nicht schlecht. Wie machst du die Canapés? Die tue ich nur kurz anrösten in der Pfanne und dann die Aioli drauf, Kaviar drauf. Bisschen wie macht man eine vegane Aioli? Mit Sojamilch. Sojamilch hat ja Sojalecithin, das ist auch ein Emulgator. Senf natürlich, Zitrone und mit den drei Sachen wird das normalerweise bombig. Ich hoffe, es klappt. Die Beilage im Hauptgang ist eine Kartoffelcreme. Also ein sehr feines und recht cremiges Püree, das mit viel Sahne und Milch und noch mehr Butter verrührt wird. Du solltest das Püree werden? Ja. Das würde ich dir nicht empfehlen, da reinzugeben. Weil Kartoffeln werden ganz schnell schleimig. Und wenn du die unter hoher Zentrifuge gibt es genau. Also wenn das viel gerührt wird, dann wird es schnell schleimig. Also das würde ich dir wirklich empfehlen, im Topf schön mit einem Holzlöffel oder so einem Teigschaber schön langsam hier mit sowas, damit schön langsam heiß zu rühren, das ist deutlich besser. Zum Püree gibt es eine Sauerampfersoße. Merle und Nelson erklären, wie man die macht. Da habe ich einfach Schalotten in Butter angedünstet und dann mit Fischfond und Weißwein jetzt abgelöscht. Auf dem Weg ist es. Genau, das ist der klassische Soßenansatz, den ich hier vorgegeben habe. Dieser Fischfond, der wird jetzt einfach reduzieren gelassen. Die Schalotten geben zum einen Geschmack, aber natürlich auch Bindung. Und der Clou an der Soße ist eben hier dieser Sauerampfer, der, finde ich, ein wunderbares altes Kraut ist, der hat sehr, sehr viel Oxalsäure, deshalb ist er für Kinder nicht unbedingt geeignet und sollte eigentlich auch immer in Verbindung mit was Cremigem, mit Sahne oder Butter gegessen werden. Aber wenn der in so einer Fischsoße drin ist und dann gemixt wird, ist diese Säure unheimlich schön. Bin sehr gespannt auf eure Soßen. Das Lachsfilet soll mit einer Farce bestrichen und gratiniert werden. Dafür hat Günther die Masse aus Lachs, Sahne, Limettensaft und Wermut in einen sogenannten Dressiersack gegeben. Luft ein bisschen rauslassen. Und dann machst du das hier schön fertig, ne? Genau. Guck mal, so eine Tüte, die hält man immer so. So, mit der Hand. Und dann wirklich einfach so richtig schön drauf dressieren, ne? Ja. Jawohl. Die Suppe hast du noch mal abgeschmeckt? Ja. Jetzt mach mal ganz in Ruhe. Ich lass dich mal machen. Merle hat schon gemacht und ihren Lachs bereits im Ofen. Hast du mal nach deinem Fisch geschaut? Nein, keine. Schau ich mal rein. Ja, gleiches Recht für alle. Ja. Ich schau da rein. 110 Grad. Aber wie man hier sieht, ist der auch perfekt. Ne? Hier sehen wir einfach ein schönes Rosa. Ist alles toll. Kein Eiweiß ausgetreten, meine Damen und Herren. Perfekt. Apropos perfekt. Was ich ganz toll finde, gerade beim Günther, er hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat hier hinten bei den Zuckerschoten noch den Faden weggenommen. Ja? Also wirklich, wie im Lehrbuch, gibt es hier hinten so einen Faden, nicht bei jeder. Den hat er hier weggezogen. Das Stück hat er weggemacht und das ist toll. Ja? Bisschen Brühe dazu, dann schmoren die so ein bisschen. Bisschen Lauch noch dazu. Und dann geht's auch schon auf die Zielgerade. So, jetzt komm. Wir mixen schön. Hast du es abgeschmeckt? Nein. Der ist wirklich ein veganer Zauberstab. Ein Unveganer. Ja, der ist. So richtig passiert da wirklich nichts, ne? Eieiei. Ja, vielleicht geht der besser. So, also eine Minute, 40 Sekunden noch, ja. Müssen wir schauen. So, mixen hier auch einmal. Ah, der mixt, schau mal, der mixt hier. Der mixt, wie er im Buche steht. Danke, danke. Jetzt mach doch hier mal deine Sahne, deine Mayonnaise noch mit. Du mixt es in der Moulinette. Ja, mein Gott, funktioniert auch, ne? Ja. Alle Wege führen nach Rom. So, rein damit. Ja.
So als Zauberer brauchst du halt keinen Zauberstab, ne? Ja. Schau mal dein Gemüse und ein bisschen Brühe dazu. Ein bisschen Brühe. So. Die letzte Minute ist angebrochen. Dein Lachs. Denk an deine Suppe auch. Nochmal abschmecken in Ruhe. Genau. Ziehst du schön drauf, so ein bisschen. Jawohl. So, komm. Deine Canapés anrichten. Rauchlachs streifen. Genau. 30 Sekunden noch. Klasse. Ein Teller für dich auch, ja. Auf geht's da. Jetzt noch mal konzentrieren. Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Anrichten. Anrichten. 11 und 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Komm. Dein Gang nach vorne. Ja. Die Umarmung kannst du dir gleich abholen. Und jetzt haben wir's. So, Merle, komm zu mir. Komm. Ja. Solange noch ein Lächeln auf den Lippen ist, denke ich mal, ist alles gut. Aber mal schauen, was gleich passiert, wenn Mario Kotaska reinkommt. Hier ist er, aus Köln, Mario Kotaska! Im Finale am Freitag entscheidet der Profikoch aus dem Rheinland darüber, welcher Kandidat diese Küchenschlachtwoche gewinnt. Herzlich willkommen und guten Appetit, Mario Kotaska. Eine Avocadosuppe mit Räucherlachs. Süß, was ich sehr ungewöhnlich finde, aber mit dem Räucherlachs zusammen ergibt es ein ungewohntes, aber durchaus gutes Geschmacksbild, muss ich sagen. Das ist so eine Vorspeise, die ist nicht alltäglich. Guck mal rüber, was Rot zu bieten hat. Ich bin mit der Vorspeise auf Grün. Einverstanden, und Rot hat zu bieten. Vegetarische Kaviar-Canapés mit Safran-Aioli. Auch hier ein Geschmack, den ich so noch nicht kenne. Ja. Das ist was, wo ich dann manchmal auch echt immer wieder froh bin, hier in die Küchenschlacht kommen zu dürfen, dass man einfach mal was Neues kennenlernt. Also sowohl hier drüben bei Grün die Vorspeise, als auch bei Rot. Zwei völlig neue Welten tun sich da für mich auf. Und tja, es ist mir jetzt schwer, eine Tendenz auszumachen. Gucken wir mal zum Hauptgang. Ich bin ja jetzt bei Rot und fange an mit dem soufflierten Lachsfilet nach deinem Rezept mit Zuckerschoten, Kartoffelcreme und Sauerampfersoße. Super schöner Garpunkt. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich schmatze. Es ist der Beweis dafür, dass es schmeckt. Kartoffelcreme. Die ist sehr gut abgeschmeckt. Leichte Muskatnote. Und die Sauerampfersoße. Bin ich sehr gespannt drauf. Also, hier ist alles richtig gemacht worden. Sauerampfersoße zu schmecken. Auch von der Konsistenz. Leicht als Schaum aufgetragen. Gut, mit Sicherheit eine gute Umsetzung. Und dann mache ich doch mal Folgendes. Ich verliere keine Zeit und gehe über zum grünen Teller. Auch hier souffliertes Lachsfilet, Zuckerschoten, Kartoffelcreme, Sauerampfersoße. Das ist gut gemacht. Ja? Also Garpunkt ist toll getroffen. Muss nochmal. Aber ich kann euch da vorne beruhigen, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man nochmal so direkt. Also auch der Lachs, sehr gut getroffen. Kartoffelcreme, stelle ich jetzt hier fest, ist auf Grün ein bisschen kompakter, ist nicht ganz so flüssig cremig wie auf Rot. Jetzt muss ich aber noch mal Folgendes machen. Jetzt muss ich hier in die
Sauerampfersoße, denn die stellt sich schon ein bisschen anders dar als auf dem roten Teller. Die ist A, grüner, aber leider nicht so sauer wie auf dem, komisch, ne? Leider nicht so sauer wie auf dem roten Teller. Puh. Jetzt bin ich schon rum, ne? Also, pass mal auf. Ja. Willst du noch einen Teller, oder? Nee, Mann. Also, das war jetzt die Analyse. Jetzt kommt irgendwie so, jetzt versuche ich, mich so ein bisschen darauf zu konzentrieren, wem ich hier den Wochensieg irgendwie schenken kann. Also, das ist für mich jetzt eine schwierige Situation, das zu beurteilen. Denn der Lachs ist vom Garpunkt her sowohl auf grün als auch auf rot perfekt gelungen. Die Zuckerschoten, hier sind sie klein geschnitten, auf dem grünen Teller sind sie im Ganzen gemacht, sind auch auf Augenhöhe. Ich erkenne jetzt hier auf dem roten Teller in der Kartoffelcreme einfach ein bisschen mehr Gewürzfülle und auch mehr Geschmack. Und auch die Konsistenz beeindruckt mich auf dem roten Teller mehr als auf dem grünen Teller. Hier sieht man auch, dass das Auftragen dieser Soufflé-Masse oder der Farce, da ist ein bisschen zu viel Hitze im Spiel mit gewesen. Hier oben ist so ein bisschen Eiweiß, was einfach schon ausgetreten ist. Das ist auf dem roten Teller nicht der Fall. Hier ist wirklich die Soufflé-Masse auch einfach so von der optischen Ansprache her wirklich handwerklich schön aufgetragen. Dagegen habe ich jetzt diese vegetarischen Kaviar-Canapés, die ich witzig finde, gegen eine selbstgekochte Suppe mit einem Räucherlachs. Jetzt versuche ich mal so ein bisschen zu differenzieren. Der Räucherlachs, nach ZDF-eigenem Rezept natürlich geräuchert, genauso wie der Kaviar nach ZDF-eigenem Rezept hergestellt worden ist. Also die beiden Komponenten scheiden für mich jetzt aus in der Bewertung. Ich habe hier eine handwerklich hergestellte Suppe, wo nicht ganz so die Creme Fraiche zum Schluss eingearbeitet worden ist, gegen eine Safran-Aioli, die handwerklich keinerlei Fehler aufweist, auf getoastetem Toast. Und das ist also wirklich für mich jetzt eine schwere Entscheidung. Man kann auf alle Fälle sagen, dass, glaube ich, beide Kandidaten durch das Finale, zumindest wirkt es für mich hier vorne so, in den 35 Minuten knapp durchgekommen sind. Es hat vielleicht doch am Ende so ein bisschen das Feintuning auch gefehlt. Schlussendlich gibt bei mir den Ausschlag. Zuckerschoten waren bei beiden gleich. Lachs, Garpunkt auch bei beiden gleich. Die Kartoffelcreme und der Garpunkt oder die Garmethode des Lachses ist auf dem roten Teller einen Hauch besser gelungen als auf grün. Und deshalb ist für mich rot. Der Gewinner oder besser die Gewinnerin. Merle-Marie Forstmann tritt in der Champions Week ab dem 31. August wieder an. Gratulation! Also ein größeres Kompliment kann man ja kaum noch kriegen, als von so vielen tollen Köchen gelobt zu werden. Toll. Und sogar vegan. Ja, es war eben dann dieses Menü. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ins Finale komme und habe den Fehler gemacht, mich mit dem Menü nicht richtig beschäftigt. Und dann sind mir eben ein paar Fehler unterlaufen und da muss ich sagen, Kompliment an den Juror, der hat völlig korrekt entschieden. Das war ein Finale, wo man wirklich sagen muss, ich habe mich sehr schwer getan in meiner Beurteilung. Vorspeisen haben sich mehr oder weniger egalisiert. Und dann ist es dann wirklich entscheidend auf den Garpunkt halt. Und da hat mich einfach der rote Teller mehr überzeugt. Das war perfekter von der Handwerksarbeit und damit knapp, aber verdient gewonnen. Was mich dann natürlich besonders stolz macht, wenn sie es dann im Finale einfach wirklich schaffen, ein Gericht, ich sag mal, ein sehr anspruchsvolles Gericht von mir dann eben zu machen, in der Zeit ihr Gericht noch dazu, da die Nerven zu behalten, das verdient alleine schon höchsten Respekt. Und was die hier heute abgeliefert haben, die beiden, das ist allererste Sahne. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Dann ist Johann Lafer Chefkoch bei der Küchenschlacht. Schalten Sie wieder ein. Montag bis Freitag ab 14:45 und Samstag ab 22:55 im ZDF.